Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen im Institut bei Fallout 4. Wir haben im letzten Part unseren geliebten Sohn endlich wiedergefunden, allerdings nicht in dem körperlichen Zustand, wie wir ursprünglich glaubten und gedacht haben, ihn auch so wiederzubekommen. Nein. Und obendrein hat sich herausgestellt, dass unser lieber Sean der Anführer des Instituts ist. Aber wir sind trotzdem stolz auf unseren kleinen, naja, Bengel kann man nicht mehr sagen, und klein auch nicht, der ist ja ein erwachsener Mann mittlerweile, schon, ich würde sagen, fast das Doppelte so alt wie seine Mutter eigentlich, ja, er ist schon 60 Jahre alt. Aber er wird immer unser Sohn bleiben. Die Geduld zur Beobachtung und Dokumentation von Pflanzenwachstum. Jo, Isaac. Und wie gesagt, er wird immer unser Sohn bleiben und wir werden ihn immer lieben. Ganz klar. Das ist so, wenn man Mutter ist, wenn man Vater ist, seine Kinder liebt man immer. Die neueste Synth-Generation ist erstaunlich. Die Leute in der Robotik vollbringen Wunder. Und wir sollen eben auch mit dem Kerl hier sprechen. Insgesamt gibt es, glaube ich, 3 Leute, mit denen wir mal quatschen sollen. Eine Person haben wir schon im letzten Part abgefrühstückt sozusagen. Jetzt kommt der hier dran. Hallo Clayton. Doc. Willkommen. Schön, dass du hier bist. Dr. Clayton Holdren, Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit zu zeigen. Sie ist wirklich atemberaubend. Welche Arbeit? Huch, langsam. Halt. Wir werden sehen. Ich bin interessiert. Deshalb bin ich nicht hier. Sicher, ich bin interessiert. Ich freue mich schon darauf, mehr zu erfahren. Dann würde ich dir gern eine kurze Übersicht über unsere Arbeit geben. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung Biowissenschaft vor allem um Studien in den Bereichen Botanik, Genetik und Medizin. Unser wichtigstes Ziel ist die Sicherstellung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Personen im Institut. Dazu bauen wir hochspezialisierte Arten von Flora an für die Verwendung als Lebensmittel und Medizin. Wir haben uns sogar schon mit synthetischem Tierleben befasst. Du hast bestimmt die Gorillas gesehen. Das ist im Moment noch Liebhaberei. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem spannend. Boah, cool. Die Gorillas sind nicht echt? Sarkastisch. Unglaublich. Zeitverschwendung. Natürlich sind die Gorillas nicht echt. Es werden wieder so Synth-Typen sein, ne? Aber das Ganze ist einfach nur... Es gibt wohl nichts, was ihr nicht hinbekommt. Mit harter Arbeit und Kreativität kann man jede Herausforderung meistern. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen, aber weißt du schon, ob du zu uns kommst? Würde ich reinpassen? Noch nicht sicher, ich will es versuchen. Das bezweifle ich. Nein, wir möchten es gern probieren. Ich weiß nicht, wie gut ich reinpasse, aber ich würde es gerne versuchen. Großartig. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann mir vorstellen, dass du dich noch weiter umsehen möchtest. Ich beantworte aber auch gern alle deine Fragen. Das ist nett. Brauchst du Hilfe? Synth-Gorillas. Medizinische Betreuung. Gut fürs Erste. Nö, brauchst du Hilfe? Kann ich vielleicht was für dich tun? Möglicherweise. Pass auf. Du lebst dich erstmal ein und kommst dann später vorbei. Mal sehen, was ich finden kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal beim Institut da irgendwie Fuß fassen könnte. Aber allein, dass Sean hier ist... Und er mir versprochen hat, eventuell einen anderen Blickwinkel übers Institut zu bekommen, wenn ich hier bleibe. Allein dafür möchte ich das Ganze schon probieren, ehrlich gesagt. Jo, ich muss nochmal hinschauen. Schauen die Gorillas nicht cool aus? Nur klettern können sie halt nicht viel. Aber ich meine, sie sind Synth, ne? Anscheinend und offensichtlich. Die werden da noch nicht diesen Spielraum brauchen wie ein lebendes Wesen. Ein echtes, natürliches lebendes Wesen, ne? Jo. Wir dürften scheinbar mit kleineren Dingen auch schon zufrieden sein. Ja? Ja, ja. Dann schauen wir weiter. Wer ist der Nächste? Oder die Nächste? Wo darf ich da lang? Da lang. Anscheinend. Dab, 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 dab. Hallo. Das muss alles ein wenig überwältigend sein. Oh ja? Aber es schaut echt schön aus da. Ich muss echt sagen, die ersten grünen Bäumchen, die man hier so sieht, es ist schon hübsch. Nein, da ist falsch. Darauf.
Da oben schaut's aus, als wenn's richtig wäre. Oh ja. Protokoll, Sir. Nur für autorisiertes Personal. Dr. Ayo denkt also, er kann sich in seinem Büro verstecken? Gut, dann sag ihm, dass ich mit Vater über diese unangekündigten Sicherheitskontrollen sprechen werde. Mein Quartier mitten in der Nacht zu durchwühlen, ist vollkommen inakzeptabel. Ich leite Ihre Nachricht weiter, Doktor. Bitte mach das. Willkommen im Institut, Ma'am. Hi. Ich hoffe, du hast alles, was du brauchst. Falls nicht, dann lass es mich wissen. Okay. Hallo? Darf ich da rein? Person identifiziert. Ja? Erschieß mich nicht, bitte. Schaut noch gut aus. Entschuldigung, ich muss Berichte ausliefern. Mal mit dem Knüppel reinzuschlagen. Was passiert? Sie trödeln mit meinen angeforderten Zielverbesserungen rum. Vielleicht sollte ich mal ein paar Runner mitnehmen. Das wäre mal eine Botschaft. Bitte nicht. Es gibt schon genug Reibereien zwischen uns. Und eigentlich allen anderen Abteilungen. Wirst du etwa weich, Alana? Meine Methoden bringen Ergebnisse und so auch diesmal. Wirst schon sehen. Servus. Ich will mit dir reden. Aha, so geht das nicht. Dann muss das so gehen. Wenn du verdächtige Synth-Aktivitäten siehst, melde sie sofort. Warum eigentlich? Warum wollt ihr eigentlich die Synth da und so, ne? Die Anpassung wird schwierig, aber vergiss nicht, dass Synths keine Menschen sind. Ja, das werde ich nie vergessen. Halt, stopp! Es ist eine Ehre, sie kennenzulernen. Ah, da bist du ja. Justin Ayo, stellvertretender Direktor des Synth-Einbehaltungsbüros. Ich will ganz offen sein, wir werden dich in nächster Zeit genau im Auge behalten. Trotz deiner Verwandtschaft mit Vater wissen wir nur wenig über dich. Das verstehst du sicherlich. Es wird doch keine Probleme geben, oder? Traust du mir nicht? Warum vertraust du mir nicht? Ganz ehrlich? Weil du jemand von draußen bist. Seit langer Zeit die erste Person von draußen, die das Institut betreten darf. So etwas gab es noch nicht oft. Daher ist es normal, etwas vorsichtiger zu sein. Ist nichts Persönliches, bestimmt nicht. Also, Vater hat mich gebeten, dir einen kurzen Überblick über das Synth-Einbehaltungsbüro zu geben. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Synths zurückzuholen, die sich unter den Menschen an der Oberfläche verstecken. Warum aber eigentlich, ne? Entkommene Synths. Lass sie gehen. Das Beste für alle. Geheimpolizei. Ich frag mal blöd nach, vielleicht kommen wir so dahinter, warum sie die eigentlich einfangen wollen. Warum wollen Synths überhaupt fliehen? Synths wollen nicht. Sie sehen vielleicht wie Menschen aus, sind aber Maschinen. Warum sie fliehen wollen, untersuchen wir gerade noch. Unser wichtigstes Instrument ist der Runner, ein Synth der dritten Generation, der an der Oberfläche arbeitet. Runner spüren aus dem Institut geflohene Synths auf und holen sie zurück. Sie sind höchst selbstständig und können kämpfen, infiltrieren und aufspüren. Mit einem Wort, unsere Runner sind gnadenlos. Aber das weißt du bestimmt, da du ja schon einem begegnet bist. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du ihn besiegt hast. Niedergeschossen, warum? Ist das wichtig? Hatte Glück. Kampferfahrung. Ja, genau. Er war harmlos. Na, Kampferfahrung. Ich besitze Kampferfahrung. Trotzdem sollte es ein Runner spielend mit einem einzelnen Kämpfer aufnehmen. Ich muss wohl in der Robotik nachfragen, ob sie eine Diagnose der gesamten Produktion durchführen können. Als hätten wir nicht genug Probleme. Also, wenn sonst nichts mehr ansteht, gehe ich wieder zurück an die Arbeit. Ich hätte wahrscheinlich eher nehmen sollen, dass ich Hilfe hatte. Naja, kommissarische Chief des SIP. Runner-Training, Rückführungsmaßnahmen, gut fürs Erste. Ja, Chief und so, ne? Wenn du der stellvertretende Leiter des SEB bist, wen vertrittst du dann? Unseren Leiter, Dr. Zimmer. Er überwacht die Rückführung einiger wichtigerer Einheiten. Während er weg ist, sorge ich für einen reibungslosen Ablauf. Okay. Wo schaut's denn ihr hin? Ist da sowas Interessantes, dass du da runterschauen musst? Vielleicht muss ich auch nur kotzen, das könnte ja auch sein. Dann gehen wir mal lieber, ne? Bevor wir noch einen Strahl abbekommen. Halt. Ist das Diebstahl? Wahrscheinlich. Können wir später noch holen. Ich lasse das lieber mal fürs Erste. La 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 la. Hallo und tschüss. So. Next one, please. Oder sind wir schon fertig? Das könnte natürlich auch sein. Ist das schlau da rüber? Ich denke mal, Da, tada. Keine sichtbare Wirkung auf die K14-Verbindung. Wir beginnen dann mit dem nächsten Versuch. Die Dosierung ist jetzt viel höher und die Nebenwirkungen werden wahrscheinlich ausgeprägter sein. Wo ist Sam? Schmerzen haben? Keine Ahnung.
Schätze, das musst du selbst herausbekommen. Stillhalten jetzt. Was machst du da? So, fertig. Du kannst jetzt deine Pflichten wieder aufnehmen. Und denk dran, jede Wirkung im Detail zu dokumentieren. Ich hoffe, ich werde ein nützliches Testsubjekt sein, Doktor. Mhm. Wir fühlen uns geehrt, Sie willkommen zu heißen. Pass gut auf dich auf. Dann wirst du mich nicht allzu oft besuchen müssen. Jawohl. Okay. Dann gehen wir halt wieder zu unserem Shoni zurück. Shoni Büble. La la la. Ich glaube, dass wir schon zurück dürfen. Oder wir müssen noch mit jemandem quatschen. Ich glaube, noch jemand quatschen. Quatschi, quatsch, quatsch. Sesam, öffne dich. Hallo. Sie sitzt schon seit mehr als 2 Stunden dran. Was testet sie überhaupt? Nichts. Jetzt macht sie das nur noch aus Spaß. Okay. Einfach nur ballern. Könnte man wieder gemein sein und sagen, ja, sie hat amerikanische Wurzeln, ne? Madison Lee, hallo. Entschuldigung, Doktor? Ah, du bist es. Endlich eingetroffen. Ja, ja, ich weiß, wer du bist. Wissen wir alle. Vater freut sich bestimmt sehr, dass du da bist. Aber hoffentlich stört das unsere Arbeit nicht. Das heißt dann, dass ich die Oma bin, ne? Super, Omi ist da. Ja, schön. Welche Arbeit? Ihr wollt mich hier nicht. Komm nicht in die Quere. Das ist eine Beleidigung. Puh, welche Arbeit eigentlich? An was arbeitest du denn? Fortschrittliche Systeme, Spezialprojekte. Mhm. Hast du den Jungen, den Synth schon gesehen? Ja, wir mehrmals. Wir arbeiten schon lange mit Hochdruck an ihm. Oh, bevor ich's vergesse, zeig mir mal deinen Pip-Boy. Ich soll da einen Runner-Chip installieren, Anweisung von Vater. Du sollst freien Zugang erhalten und das Institut jederzeit betreten und verlassen können. Cool. Was macht der? Scheint unnötig. Danke, das will ich nicht. Sicher, danke. Danke. Ich bin sicher, das wird sich als nützlich erweisen. Angesichts der Tatsache, dass der Transmitter die einzige Möglichkeit ist, ins Institut zu gelangen, ist nützlich wohl eine leichte Untertreibung. Und falls dir die Bedeutung nicht ganz klar sein sollte, niemand außer dir hat diese Möglichkeit. Das sollte dir zeigen, wie sehr dir Vater vertraut. Also, wenn es sonst nichts mehr gibt, muss ich zurück an die Arbeit. Oh. Ich bin schon wieder gerührt. Ach komm. Alles in Ordnung. Mehr über Abteilung. Hui, yeah. Ab in die Anstalt. Sie ist so furchtbar. Fortschrittsbericht. Gut fürs Erste. Fragen wir mal nach. Alles in Ordnung? Was soll diese Schweige? Ist alles in Ordnung, Dr. Lee? Du wirkst ziemlich angespannt. Ja, es läuft alles gut. Tut mir leid, ich bin nicht oft unter Leuten. Ich konzentriere mich lieber auf die Arbeit. Ja, dann schöpfen wir weiter, meine Gute. Hakel bis zum Umfallen. Gut, wir sind jetzt mit Papa sprechen. Da drüben geht es nicht weiter, offensichtlich. Dann gehen wir hier zurück und raus. Müssen wir uns gleich bei unserem Büble bedanken für diese tolle Technologie. Moin, ich fühle mich da gerade echt geehrt. Ach, Büble. Am liebsten würde ich die Powerrüstung ausziehen und den Burschen mal so richtig knuddeln. Ja, ich weiß, das ist gerade sehr, eigentlich voll gemein, wie ich ihn da so nenne, ne? Bursche und so. Er ist schon ein großer Junge. Es wird nicht besser. Es wird gerade nicht besser. Ja, 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 ja. Sohnemann, wo du sein? Ja, der ist immer noch Debris. Nein, der ist auch ausgeschaltet, ist klar. Hm? Oh. Ah. In der Nacht schaut es hier noch cooler aus. Boah, ey. Echt eine fesche Gegend hier. Was hallo, Sohn. Nachdem du das Institut jetzt selbst gesehen hast. Ich muss echt sagen, ich bin fasziniert. Mir gefällt es echt sehr gut hier, muss ich echt sagen. Zurück zur Oberfläche. Nichts Besonderes. Faszinierend, nicht beeindruckt, doch sehr faszinierend. Ihr habt hier Technologie, die ich mir nie erträumt hätte. Faszinierend. Schön, dass du unsere Leistung zu schätzen weißt. Mhm. Es war ein langer Weg dahin. All unser Wissen und unsere Ressourcen dienen einem einzigen Ziel, das unser Motto perfekt zusammenfasst. Menschheit. Neu definiert. Leider gibt es keine Fortschritte ohne gelegentliche Rückschläge. Mhm. So bemerkenswert unsere Sins auch sind. Ohne Überwachung
können sie gefährlich sein. Der überlegene Geist und Körper des Synths, der sich mit so etwas wie einem freien Willen herumschlägt, kann zu Chaos führen. Überwachung, sarkastisch, freier Wille, zerstöre sie. Überwachung? Was meinst du mit Überwachung? Solange sie hier im Institut sind und den Zweck erfüllen, für den sie entworfen wurden, funktionieren unsere Synths vortrefflich. Wie du gleich siehst, können sie aber unberechenbar werden, wenn man sie loslässt. Ein abtrünniger Synth hat die Raiderbande in Libertalia übernommen. Seine Erinnerungen wurden gelöscht und seine Identität wurde verändert. Er glaubt nun, er sei ein Mann namens Gabriel. Unter seiner Führung haben die Raider viele Unschuldige getötet. Super. Ich habe einen Runner nach Libertalia geschickt. Schließ dich ihm an und hol den Synth zurück. Jawohl, mach mal. Erinnerungen gelöscht, sarkastisch. Synth nach Hause bringen, töten. Synth nach Hause bringen. Wir bringen den Synth nach Hause. Das wäre das Beste für alle. Du solltest gehen. Viele sind in Gefahr. Und eine Verzögerung könnte Leben kosten. Jawohl, Sohnemann. Mach mal gern. Gut. Es ist echt eine coole Absteige hier, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Oh, da ist noch ein nackter Synth. Sparen Sie Energie, wann immer Sie es können. Ja, das ist echt, das ist eine schlaue Aussage, stimmt schon. Costa Quanta. Aha, das wird der Besprechungsraum sein. Das dachte ich schon, boah, wird er das jetzt gemacht? Auf einmal schaut er so aus. Da war das jemand anders. Gut, wo lang? Wohin? Wohin lang lang? Ach so, ausrüsten. Also die Quest ausrüsten. Jawohl. Synth Einbehaltung. Trifft dich mit dem Runner. Heißt das jetzt, wenn ich jetzt hierher schnell reisen darf? Dass ich von hier schnell rausreisen darf? Oh Gott, wie muss ich denn da hatschen? Oh, am besten von da den Weg entlang hier runter. Gut. Dann würde ich sagen, das machen wir gleich, ne? Das dürfte sich für heute, für den heutigen Part noch ausgehen. Voll cool. Können wir uns jetzt echt praktisch dorthin boarden. Na, sehr gut. Oder besser gesagt, gute Nacht. Nein. Na, das ist echt erstaunlich, die Technologie. Und so schön, wie es dort ausschaut. Die ersten grünen Bäumchen auf der Welt, oder besser gesagt, die letzten grünen Bäumchen auf der Welt. Wenn man bedenkt, das sind 200 Jahre, wo sie dran arbeiten. Mehr sogar. Mehr. Wow. Ja, ich bin blind. Hancock! Hi, Schnucki! Na, alles gut? Der hat genau gewusst, dass ich hierher komme. Das spürt, weißt du, er spürt das, ne? Wir sind jetzt ja ein Pärchen, ne? Der spürt genau, wo sein Frauchen ist, ne? Ja, ja. Ja. Musstest du lang warten? Ja, ne? Und ich würde sagen, wir marschieren auch gleich los. La, 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 la. Irgendwie in diese Richtung. Ich werde das öfter noch müssen auf die... Geschmiedeter. Was ist denn bitte geschmiedet? Müssen wir da jetzt helfen? Was bitte ist ein Geschmiedeter? Na, es ist schon wieder ruhig. Lass mal das. Ich lasse mich nur wieder aufhalten. Unnötigerweise. Dam, da, da, dam, dam, da, da, dam, da, 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 dam. Ist da oben jemand? Das schaut schon wieder komisch aus da. Ist ja wahrscheinlich nichts, hoffe ich mal. Baum, baum, baum. Nachgeladen ist alles, das dürfte passen. Ach so, da hang was oben, ne? Also, da hängt was oben. Das wahrscheinlich. Ich will es gar nicht wissen. Legendärer Gunner. Mhm. Das ist wieder so eine Festung von diesen Doofis. Ich hätte es gerne erkundet, ehrlich gesagt, aber... Ja, das reicht. Super. Ja.
Was? Ich habe dich nicht verstanden. Was war? Jetzt rennt er da einfach vorbei. Bam, bam, badam, bam, bam, badam, badam. Lauf mal wie. Mu? Warum ist da jetzt ein Brahim? Na los, entdecke. Entdecken? Yeah. Nix hier weg hier. Bots. Bot, 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 bot. Puh. Ein Siedler? Moment, was? Augenbot. Hi. Wieso sitzt der Siedler da am Boden? Alles gut? Bitte, hast du Radaway für mich? Sicher. Ich glaube, ich sterbe. Was? Na, hör auf. Du stirbst, hör auf. Da bitte hin. Hier, bitte. Oh, danke. Du hast mir das Leben gerettet. Ja, gerne. Die andere. So ist es. Und jetzt? Hey. Ich bleib nur etwas hier, um zu Kräften zu kommen. Okay, in Sanctuary Hills und so. Wir haben viele Siedlungen, wo du da dich erholen kannst. Alter Schwede. Ist es da richtig, wenn wir da oben hinaufgehen? Ich bin mir nicht so sicher gerade. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Aha, okay, das ist die falsche Brücke. Wir müssen da noch... Ups, Entschuldigung. Ein Stückchen weiter rüber. Die brauchen wir. Entschuldigung. Das war falsch, das war falsch, das war falsch. Das war falsch, 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 falsch. Juhu! Wa, Augenbot. Sei lieb. Bam, da-da-dam. Dam, da-dam, da-dam. Da-da-dam. Wer bist du? Ein, zwei Supermutanten. Finde ich gerade nicht toll. Buffen wechseln. Buffen wechseln und dann dummer Speichern noch ganz schnell vorher. Ich bräuchte bitte ein Scharfschützengewehr. Ja, das würde mir schon Freude bereiten. Und dann dummer noch schnell speichern. Weil da sind wir jetzt schon ganz schön weit und die will, wenn ich nicht, also wenn ich sterben muss, in Haxen schießen wäre schon kamott. Hey, hab was entdeckt. Der ist hin. Lol? Zeit zum Sterben. Siehst du doch auch nicht. Okay. Passt. Scheint gut gelaufen zu sein. Ju. Das Geballer hat sonst niemand mitbekommen. Das heißt, den können wir noch looten. Gut, dann gehen wir da weiter, ne? Vielleicht den... Nein, nicht verstecken. Ich wollte nur sprinten. Da-da-dam-dam-didel-didel-dam. Da drüben oben sind die Paladinchens. Da-da. Da oben da. Was? Es gibt Möwen? Eigentlich schon, ne? Müsste logisch sein. Schön vorwärts. Wir können wieder sprinten, das ist toll. Na, sprint. Bitte was? Oh je. Oh je. Oh je. Ich will ihn ins Haxel schießen, aber natürlich. Der macht gleich Feuer, der macht böse Feuer. Böse Feuer, 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 Feuer. Au. Böse Feuer, böse Feuer, böse Feuer. Böse Feuer. Lad nach, um Himmels Willen. Was? Hey!
Geilo! Die Dingens kommen helfen. Voll cool. Die Paladinchens. Yes! Wow, die hat 70 gebracht. Der Deichsel. Waren die das gerade? Hast du gerade eine Bombe auf mich geschmissen, du Arsch? Ja, da war wieder was Seltsames. Genau, was Seltenes, wollte ich sagen. Hancock, wo bist du denn hin? Ah, du bist es. Mr. Gutsy. Nichts getroffen. Spinnst? Triff doch mal. Jawohl. Die Buffen da ist aber auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die gefällt mir auch sehr gut. Danke, Paladine. Ihr könnt's wieder abhauen. Danke fürs Anschießen und fast umbringen. Ja. Jetzt dreht er echt ab. Voll lustig. Ha. Irgendwie. Da, da-dam, da-da. Da-dam, dam, da-dam. Mir juckt's grad. Mir juckt's grad, weil eine Gelse hat mich gestochen. La, la, la. Ja. Was war das? Was war das? Wer rennt da? Da, ein Köter. Kackhund. Puh. Ich hab's nur trampeln gehört. Das war's dann auch schon. Ich hab nichts gesehen gehabt. Das ist aber gerade sonderbar, dass es nur eins von diesen Biestern gibt. Ich werde wieder speichern. Das Ganze wird mir jetzt ein bisschen unheimlich. Mhm. Ich hoffe, dass du das gerade bist, Hancock, Spatzel. Er ist irgendwie verschwunden. Wo muss ich denn, wie weit? Ah, wir sind gleich da. Okay. Was? War da drüben jetzt gerade was? Boah, ist das unheimlich. Okay, wir müssten da lang. Da hoch. Und darüber. Und das wird irgendwie scharf geschossen. Aha, da ist ein Synth. Sheriff. Dienststelle. Raider. Ein Ödländer Raider. Okay, wer bist du? Raider. Das dürfte dann, glaube ich, der Runner sein, der hier so rumballert. Achso, das sind Paladine, okay. Ah, den werde ich nicht treffen, ha? Ich wollte nämlich das eigentlich versuchen zu erwischen. Ach, schau ich drauf. Ich habe ihn doch tatsächlich getroffen. Na komm. Ich treffe nichts, weil ich da immer daneben schieße, glaube ich. Ah, boah, das war ein schöner Treffer. Hallo? Wer hat mich jetzt angeschossen? Welche Sau? Hallo? Bist du hin? Raider Abschaum. Ja, rief mal was. Jawohl. Wir sind nicht allein. Irgendwie hätte ich ihn gerne beim Fuß getroffen. Gottes Willen, puff. Geht's überhaupt schon? Na. Jawohl. 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 Irgendwo da ist nämlich auch so ein. Ja, Psycho trifft sie. Na, wo ist er hin? Nein, nein, nein. Huch, da drüben ist noch einer. Ja toll, wie soll ich denn denn. Au! Komm her, du Arsch! Wo ist er? So Spielchen mit dir spielen, was? Jetzt triff ihn nicht. Bleib stehen, du Trepp. Jawohl. Hoppla, Entschuldigung. Der ist hin. Irgendwann wird dir die Munition ausgehen. Wo ist er hin? Au! Was, da unten? Jawohl. Fein gemacht. Ist jetzt hier Ruhe? Kann man den jetzt überhaupt looten? Der ist auch offen, ne? Alter, wie die ballern! Wie die narischen!
Da sind sie durch, ne? Hier. Hallo? Ritter aus der Bruderschaft, ja. Seid es jetzt schon bald mal. Und wo ist jetzt unser Patient? Unser Patient, ja. Unser Verbündeter. Da drüben, wirklich? Servus. Alles gut. Da ist er. Wo gehst denn du hin? Hallo? Reden? Mann, das gefällt mir nicht. Hallo? Muss der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Ma'am. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Ich bin nicht scharf darauf, dass ein Institutsschoßhund uns den Spaß klaut. Ja, was soll man machen? Ich speichere das trotzdem mal. Ein paar Minütchen haben wir nämlich noch. Dann, Bursche, Information über den Synth. Jo, machen wir so mal. Über diesen Synth, Gabriel? Bezeichnung B592 befindet sich in der Hütte auf dem umgedrehten Frachtschiff. Er hat wahrscheinlich seine besten Kämpfer dabei. Daher sollten wir mit schwerem Widerstand rechnen. Sind Sie bereit, hineinzugehen? Wenn es sein muss, dann fangen wir mal an. Okay, dann los. Direkt hinter Ihnen, Ma'am. Jawohl. Blade. Schaut aus wie Blade. Genau hinter mir. Gut. Jetzt bin ich, habe ich mich umgedreht. Ich hoffe, das stimmt so. Da ist ja auch was zu entdecken, ne? Theoretisch. Hm? Oder? Zumindest hat das so ausgeschaut, als wenn das so ein Gebäude dafür wäre, dass man entdecken kann. Wir sind nicht allein. Ziel ja, ich dachte... Ich dachte nur, es wird hier was, ne, aufploppen, zwecks Ortschaft und so. Komm her, schieß in deinen Haxen. Bruderschaft? Warte, warum? Warum schießt du? Oh, er ist ja ein Synth. Wo hätten wir denn hingemusst? So nett. Miese Taktik, schlechte Schützen. So nett. Schön laden. Boah, muss ich Leute aus der Bruderschaft klatschen, das ist jetzt aber auch nicht schön. Das muss ich irgendwie schauen, dass wir die umgehen können. Das will ich nicht machen. Das könnte unserer Wertung bei der Bruderschaft schaden. So, Infos. Was wissen wir über diesen Synth, Gabriel? Bezeichnung B592 befindet sich in der Hütte auf dem umgedrehten Frachtschiff. Ja. Er hat wahrscheinlich seine besten Kämpfer dabei. Daher sollten wir mit schwerem wieder. Sind Sie bereit? Das skippe ich mal dann los. Okay. Direkt. Passt. Das haben wir schon. Jetzt müssen wir schauen, dass ich das so vorbei. Dass wir so vorbeischleichen können, dass wir diese Deppen da oben nicht bullen. Ich hoffe, das klappt. Das wäre mir nämlich gar nicht lieb. Leere Farbdose, Kickball. Da drüben? Toll. Ich hoffe, das klappt. Puh. Geschafft. Oh. Na, lass mich looten. Wo ist denn das Kacklicht? Ja. Und wo müssen wir jetzt hin? Darüber irgendwie. Das Blut von Leuten zu vergießen, die es nicht verdient haben, ist unsportlich. Aber im Commonwealth verdienen es viele. Yep. Oh, das war ein Raider, Hancock. Mhm. Jawohl! Ups! Ich meine natürlich, das war jetzt aber ein blöder Unfall. Mhm. Hätten wir darüber sollen? Wahrscheinlich darüber eher, ne? Huch, Entschuldigung. Entschuldigung, die Dame. Wahrscheinlich darüber. Ist wahrscheinlich
Oder auch nicht. Weil mit der Bauerrüstung können wir leider nicht schwimmen. Die müsste ich dann wegtun. Und rüber mit dem Schiff und so wird wahrscheinlich auch nicht gedacht sein, ne? Nö. Hätte ja sein können. Dann müssen wir hier rüber. Da ist jemand gerade baden gegangen. Man hat es genau gehört. So. Dann hier rüber. Boah, ich muss da aufpassen. Das ist ins Wasserfall. Wo ist denn die jetzt krepiert? Ah, da oben. Da oben. Oh, huch. Ich hätte sollen vielleicht auch die Häuser durchschauen, ne? Ich Profi. Komm her. Zack. Überladen. Jawohl. Na, du hast nichts gehört. Das ist ein... Hancock, warte mal. Super, jetzt wird schon wieder geschossen, ne? Ach komm. Wo bist denn du, Schnepfen? Oh, nicht getroffen. Bäm. 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 Also triff ich nix. Hallo? Das kann jetzt aber nicht dein Ernst sein, oder? Was? Wie? Da oben steht sie. Na, das muss man so machen. Ja. Bäm. Na komm. Jawohl. Wo ist der zweite? Hallo? Sag einmal. Ah, da. So. Bäm. Noch jemand? Da oben. Wo? 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 Hallo? Na, wo ist denn der jetzt hin? Da oben? Da. Puh. Na, was ist jetzt mit dir? Bäm. Da drüben soll da noch irgendwo jemand sein, aber momentan noch nicht. So, okay. Hancock, nochmal. Entschuldigung. Ja? Falscher Knopf. Huch, ja. Der Part ist auch gleich zu Ende. Aber du kriegst vorher noch ein paar Sachen von mir, nämlich die hier und das und das und dieses und jenes. Und das auch noch. Dann dieses hier und das kannst haben, das auch und dieses und dann noch ein bisschen was zum Anziehen. So, 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 das und das. Aha, das ist wieder Schrott. Perfekt. Super. Ist wieder Schrott. Was haben wir noch? Diverses, wortwörtlich Schrott. So, schön nehmen. Passt, Hancock ist voll. Passt. Dann schauen wir hoch langsam. Ich bin nämlich so ein Profi und habe nicht in die Häuschen geschaut. Und da, wow, der Anführungszeichen Häuschen. Da oben ist nichts. Da ist nichts. Super. War dann, wer dann, oh doch, ein Strohkissen. Man kann nie wissen, wo das herkommt. Ja, am Boden ist es halt gelegen, ne? Das haben wir da. Super. Das hätte ich auch jetzt super klasse übersehen. Mann. Nein. Fast. Yes. Ja. Super. Her mit dem Zeugs. Da unten. Supi, supi. Perfekt. Was haben wir noch? Da drüben. Jawohl. Und hier ein Safe. Yeah. Na, ist schon wieder hin. Verflixt. Super. Und alles mitnehmen. Kachanga, Kachang, Ching Chang. Das dürfte es gewesen sein. Hier haben wir auch noch ein bisschen was.
Da gab es ja noch so eine Zelle, ne? Die hole ich mir später, wenn wir nicht mit einem Sünf unterwegs sind, sonst gibt die Bruderschaft wieder keine Ruhe. Und ich bin momentan nur froh, wenn wir das hier jetzt einigermaßen heil überstehen. Da drüben habe ich noch was übersehen wahrscheinlich. Einen Moment Geduld bitte. Ja. Ansonsten ist da nichts. Okay. Passt. Uah, hervorragend. Und der Part für heute ist auch schon wieder zu Ende. Na bravo. Ihr Lieben. Geht's da noch rein? Da ist noch was, glaube ich, ne? Schau, schau. Da ist noch was. Warte kurz. Boah, da wäre es echt cool wohnen irgendwie. Da, safe. Schau mal. Oh, schau mal da. Den machen wir noch schnell. Ja, super. Das war wirklich schnell. Alles mitgenommen. Was ist da drin? Ja. Ihr Lieben, ich bedanke mich. Ja. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Werde auch noch das Inventar bis zu unserem nächsten Wiedersehen bereinigen, säubern. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.